Das sind alles so Namen, da würde ich meinen Hund nie, also ich könnte niemals, wäre niemals irgendwie, nee, nee, nee. Richtung gehen. Unheimliche Stille im Klassenzimmer. Hat eigentlich ganz gut dann funktioniert, ne? Haben mir doch schon leid getan, als wir dann gegangen sind. Da musst du dann noch sitzen. Warum? Ihm passiert nichts. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf die Welpen und auch auf die Besitzer. Das nee, hätte ich nicht also gedacht, wär dass das jetzt so schnell mich, geht, ne? Und dass wir die wirklich auch richtig runtergefahren bekommen. Also das war eine Top-Leistung. Namen sind echt Jeremy Pascal. Ja, es hat halt alles gefühlt, als wären es Kindernamen. Ne? Es sind halt alles so Namen. Oder auch Sammy, ne? Ist ja so, ne? Nee. Und in der Tat, die 7 Welpenschüler scheinen geradezu hypnotisiert. Kriegt Lehrer André sie wieder wach? Schließlich steht gleich die erste Schulstunde an. Ah, Schmusekurs. Sehr schön. Aber das klappt so gut. Ich glaube, ich würde da die nächste Stufe zünden wollen. Ich starte jetzt gleich mal mit einer kleinen Übung, wo ich Spielzeug für mich beanspruchen werde. Das ist für manche Hunde echt eine Herausforderung. Ich werde so ein kleines Zerrspiel machen und dann versuche ich das Spielzeug wieder zu bekommen, dass der Hund es auslässt und ich es dann für mich beanspruchen kann. Los geht's mit Gamma und der ersten Schulstunde. Lass aus. So. Ja, die erste Herausforderung ist, wie spiele ich überhaupt mit dem Hund richtig, sodass der auch richtig Bock darauf haben hat. Wir, ja, haben ja, wir schon drüber geredet, das stimmt, ja. Ein gutes Spielzeug aus, womit ich das schön machen kann. Also irgendwas, wo der Hund auch möglichst reinbeißen kann. Und dann fange ich an, erstmal mit so ruckartigen Bewegungen ein bisschen zu animieren und zu gucken. So wirklich motiviert für diese Schulstunde ist Gamma noch nicht. Gamma war ja auch beim letzten Mal die irgendwie nicht so richtig, ne? Ein Hund als Raubtier hat so einen gewissen Greifreflex. Das heißt, wenn die was in der Schnauze haben und ich gebe da Druck drauf, dann greifen die eher noch stärker. Das ist ja so, als wenn der Hase, der schon irgendwie im Maul ist, nochmal flüchten will. So, wenn ich das habe, nehme ich den Druck raus, indem ich zum Beispiel hier am Hals mal hingehe. Ja, und wenn ich mich so leicht darüber beuge, geht diese Spannung weg. Das heißt, ne, der Hund kann den Kiefer auch in dem Moment auflassen. Bei manchen dauert das ein bisschen länger, je nachdem. Und ich kann das dann natürlich auch mit einem Kommando verknüpfen, wie zum Beispiel aus. Was? Aus? Aber das hat doch gerade so einen Spaß gemacht. Bei Paul herrscht mal wieder Lerneifer. Als Jagdhund steht der Deutsch-Drahthaar-Welpe ohnehin auf alles, was sich bewegt. Ich fange jetzt hier auch erstmal an. Wir sehen schon, das sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, gut, der alte Jagdhund, ne? Sehr schön. Das habe ich schon erwartet. Der geht da richtig zur Sache, da macht es auch richtig Spaß. Und da ist es natürlich auch ganz besonders wichtig, dass ich dann aus so einer Situation dann trotzdem noch an das Spielzeug komme und dass er das wirklich unterscheiden kann und lernt auch wieder auszugeben. So, das heißt, wir fangen wieder damit an. Wenn ich ihn richtig hochgespielt habe, gehe ich hier rein, hey, aus. So, und dann sieht man, dass sich der Kiefer so ein bisschen lockert und löst. Ne? Und dann warte ich kurz, er nimmt sich schön zurück, das macht er schon super. Und dann gehen wir wieder Gas, ne? Okay. Na gut, ja. Oh, guck mal. Ich halte ihn hier richtig schön auf Spannung, bis er drin ist. Dann hole ich ihn mir hier rein. Sag jetzt Hero Indie kennen, er kann das schon wohl. Genau. So, gucken wir mal, dass hier. Obwohl, mit dem Spiel bist du jetzt nicht. Dass ich das Spiel auch so ein bisschen kontrollieren kann dadurch. Und wenn er sich schön zurücknimmt, am besten setze ich nochmal hin, genau, dann. Was ich bei ihm halt schon krass finde, dass er zu einem großen Teil in seinen Trainingsdingern überhaupt nicht mit lecker.